Wo ist der hin? Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Ich mach das! Der Weg da ist da drüben! Ich habe selber noch so viel Damage abgekriegt gerade. Das war total sinnlos, aber ich wollte es einfach mal probieren. Ich gehe in Deckung. Okay, da hinten hinter dem Haus, da sind sie noch. Wer gehört euch, Jungs? Ja, na also. Close for renovations. Na, wenn wir mal ein bisschen umrenovieren, würde ich sagen. Hey, ich sehe dich. Das finde ich sehr gut. Besuch mich doch mal. Schnapp ihn dir von der anderen Seite. Schnapp mich von der anderen Seite. Lade nach. Schlachtet uns ab. Danny, Hero, seid ihr das? Greco, du dämlicher Wichser. Ich gehe in Deckung. Was ist da draußen los? Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Boah, Alter. Was wollte ich gerade machen? Schöne Musik, wunderschön. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf eine Pizza. Oh, lecker. In einem richtig schönen italienischen Restaurant. Nicht in diesen Restaurants, wo die Tische eng an eng beieinander stehen. Hier ist schon mehr Platz dazwischen. So ein richtig schönes italienisches Restaurant. Ah. Ja. Lassen dich doch gleich raus. Jetzt vielleicht noch nicht. Da ist übrigens ein tolles Gemälde, sehe ich gerade wieder. Vargas. Ah, warte mal kurz, einer ist hier noch. Nichts gefunden. Und jetzt nochmal kurz hier gucken. Vorsichtshalber. Aber ich glaube, das war's. So, das kann ich gerade mal brauchen. Kann ich nicht? Ich dachte. Ach, das ist das Westending. Okay, wir sind schon wieder full heal. Ganz schön schnell geht das irgendwie. So, Nicht genug Sicherung, 3 benötigt. Was? Wir haben nicht genug Sicherung? Was? Ich dachte, eine reicht. Deswegen fliegen so viele Sicherungen rum überall. Fug. So, der dämliche Wichser kommt hier halt nicht rein. Wie komme ich denn jetzt rein? Ah, ich mag den Vito. So, bin mal gespannt, wie der jetzt aussieht. Oh. Ich bin wohl gerade rechtzeitig gekommen, was, Vito? Lincoln. Sieh an. Wie ist das möglich? Du bist doch tot. Ja. Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgelenkt. Verdammt Glück gehabt. Man sollte nie auf die Stirn schießen. Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm, wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Marcano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Er hatte Angst, dass er erregt aufsehen, wenn ich rumrenne und mein Geld raushaue. Als wäre ich so ein scheiß Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Die Kohle, die ich in den Überfall gesteckt habe, war alles, was ich hatte. Es reichte nicht mal zum Abhauen. Darum bin ich noch hier. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Ja. Wo
Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Na, das brauchst du nicht machen. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber... Was tust du hier? Marcano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihnen. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Naja, er hat mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ach, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Roll von Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner? Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche. Also adieu, Marcano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Wenn einer die Ratte umlegt, bin ich es. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Schmuggel. Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar von meinen Jungs führen Buch über ihn, die können dir sicher helfen. Alles klar. Abgeschlossen. Ich bin ehrlich, ich hatte ihn... Wir haben ihn ja damals schon gesehen in der Sequenz, wo es zum Bruch ging quasi. Da hat uns noch so ein bisschen, ja, er war ja dieses Arschloch, das snobistische Arschloch. Ich hab's voll nicht gerafft. Ich hab's da voll nicht gerafft. So, du kannst die Consigliere anrufen, damit sie dein Geld abholen kommt und es für dich aufbewahrt, damit du es nicht verlierst, wenn du im Kampf getötet wirst. Sobald du deine Consigliere verbessert hast, sammeln sie auch automatisch deine Verfügbaren. Schließen, Kuh. Gut, meine Verfügbaren, das ist ganz gut. Wenn sie die sammeln, Schmuggelware, sag ich doch. So, na, aufräumen hätte man hier ruhig mal können, Freunde. Wer soll denn hier noch essen kommen, wenn über Leichen rumliegen? Generell, wenn wir mal ein bisschen putzen, wäre angebracht. Oh. Ach, fuck, wir brauchen dringend mehr von den grünen Dingern. Also alle sammeln und eine Tour machen. Hilft nicht. Hilft nichts, geht nicht anders. Ich gehe nochmal ganz kurz nach oben, denn wir haben offenbar da noch was vergessen. Achso, das war nicht im Kühlraum. Und hier kann ich nicht rüber, okay. Wir müssen noch mal kurz in sein Büro, denn das Bild, das hätte ich gerne. Ach, ich mag das mit der Sonne. Sieht aus, als würde hier alles glühen wie bei einem Stahlwerk, aber ich mag es trotzdem. Da hinten ein schönes Hochhaus und hier da hinten noch die Achterbahn. Schöne Aussichten. Hier drin nicht mehr so schöne Aussichten, aber... Hallo Lincoln, ich versuche immer noch die Bude hier wieder in Ordnung zu bringen. Ja, siehst du auch schon besser aus. Überleg mal, mir etwas mehr Territorium anzuvertrauen. Das ist, dass er das selber nicht geschafft hat in der Zeit, in all den Jahren. Fast ein bisschen traurig. Und der Lincoln ist ja eigentlich jetzt... So gesehen ist der Lincoln ja ein Empörkömmling. So, ich vermute mal, es wird auf jeden Fall... Oh, Entschuldigung. Es wird auf jeden Fall ein bisschen dauern, die ganzen Sicherungen zusammenzukriegen. Alle. Was haben wir denn da? Gewerkschaftserpressung. Jock fällt es schwer, dir zu vertrauen, aber seine Loyalität den Dockarbeitern gegenüber lässt ihm keine Wahl. Rede mit Jock Blanchard. Gut, das ist ein Auftrag, den können wir schnell mal machen. Und da drin kriegen wir auch eine kleine Sicherung. Ah. Da ist er auch schon. Als ich noch ein Kind war, habe ich den Park im Hollow geliebt. Drei Sicherungen. Ach, da unten links steht's ja. Drei Sicherungen haben wir. Alte dann die Leviten lesen würde. Na, sagt, man kann sich auf dich verlassen. Ja, das wird sich zeigen. Was willst du denn? Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Was? Ich bin Jock Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen.
Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Toretto's Leuten rauskrieg. Toretto hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Das kriegen wir schon hin. Geldeintreiber. Toretto's Geldeintreiber bringen Gewerkschaftsbeiträge in einen geheimen Unterschlupf. Folge ihnen, um Toretto's Geld zu stehlen. Ja, gerne. Oh, oh. Und da ist Mafia 3 wieder abgestürzt. Zum zweiten Mal. Na gut, ich hoffe, wir haben da gerade einen Checkpoint gehabt. Sonst wäre es natürlich doof, aber ich glaube, wir müssen eh nichts machen, außer mal kurz rüber zu gehen. Und ich sehe gerade, Mafia 3 hat ein Update. 1,2 GB werden gerade runtergeladen. Na, da bin ich gespannt. Sehen wir uns gleich wieder. Moment. So, da sind wir jetzt wieder zurück nach einem kleinen Absturz. Wir haben gerade ein Update gehabt. Oh, Kickback, 1600, das ist ja nice. Wir haben gerade das Update gehabt auf Version 1.01, das kam gerade raus. Und jetzt gibt es auch 60 FPS, es gibt auch ohne FPS-Limitierung und so. Haben sie ja relativ fix umgesetzt, muss man aber sagen. Zwei Tage gedauert und heute ist Samstag, am Wochenende gearbeitet. Brav gemacht. So, was haben wir denn jetzt hier? Gewerkschaftserpressung, verbleibender Schaden 30.000, beschneidet Tourettes Möglichkeiten, Tourette-Syndrom, das ist der Typ hier, der heißt es einfach so. Und dann schaue ich mal ganz kurz, wir sind hier Schmuggelware, können wir auch machen, aber erstmal machen wir natürlich hier alles, Gewerkschaftserpressung, ich weiß nicht, wir sind gerade hier, ne, und halt mal hier, hier, hier. Gewerkschaftserpressung, Jean Blanchard, lalalala. Okay, wir stehen wieder bei den Kollegen hier. Ich arbeite schon eine ganze Weile für Vito. Also wenn du mich fragst, hat Marcano ihm nie eine faire Chance gegeben. Ja, so viel habe ich mitbekommen. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, mit Vito muss ich muss einfach sagen, ich erinnere mich noch daran, im zweiten Teil hat er diesen Spruch gebracht, bla bla bla, ich habe für alles Mögliche getötet, pipapo, bla. Boah, es ist laut hier. Jedenfalls hat er gesagt, jetzt töte ich für mich selbst quasi. Ne? Also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, es ist ewig lange her, ich erinnere mich an sehr, sehr wenig, muss ich zugeben, weil ich ja auch unnormal viele Spiele spiele, deswegen erinnert man sich da relativ selten dran. Ich guck mal ganz kurz, wo... Als erfahrener Gewerkschaft... Okay, wir versuchen mal ganz kurz hier so ein bisschen diese Dinger hier abzuklappern. Ich zum Beispiel das da kann man machen. Was ist das hier? Gewerkschaftserpressung. Nordöstlicher Anhänger. Erledige Vollstrecker der Gewerkschaft. Roberto Blups. Oder... Roberto Blups ist ein schöner Name. Wir nehmen erstmal den da. Karre. Ich weiß nicht, ob er unsere Karre gespeichert hat. Jedenfalls, das mit Vito, ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Au. Ich finde es ein bisschen schade, dass es in all der Zeit... Aber die kann aber weit gucken, dass wir klauen. Oh geil, mit dem Gepäck oben drauf. Ich muss erstmal weg. Bitte mal hinfahren und die Sache klären. Und wenn wir eh weg müssen, machen wir mal Folgendes. Kurz mal hier gucken. So. Hier hinten. Wir sammeln die Dinger einfach mal direkt auf, ne? So, damit wir den ganzen Kästen hier unter Kontrolle kriegen. Ja, also ich find's ein bisschen schade. Ich hätte ehrlich gesagt dem Vito hätte ich mehr zugetraut, dass er mehr aus seinem Leben macht oder erfolgreicher wird oder bla bla bla. Jetzt ist er letzten Endes, er wollte ja damals alles für sich selbst machen in Mafia 2, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt ist er letzten Endes, wo ist er gelandet? In der Tiefkühltruhe. Und letzten Endes halt unser Handlanger. Und wir sind ja nun nicht, kommen wir hier hoch? Nein. Und wir sind ja nun nicht irgendwie ein bekannter Name oder sonst irgendwas. Wir haben jetzt einfach nur angefangen... Stunk zu machen überall und da schließt er sich einfach uns an. Er ist einfach, wirkt momentan so ein bisschen wie so ein Würstchen. Das finde ich so, finde ich schade. Vielleicht erfahren wir da ja noch mehr. Mal gucken. So, jetzt aber erstmal, wie kommen wir hier nach oben? Na, hier wohl nicht. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. So, wir sollen die Karren verfolgen. Die Geldkarren sollen wir verfolgen. Was passiert, wenn wir den hier nehmen? Nichts. Da passiert gar nichts. So, wir sollen dem hier folgen. Ja gut.
Kann ich hupen? Ich begrab dich! Oh, jetzt schießen die auf uns. Hat nicht so gut geklappt. Okay, vergiss es. Ich wollte hupen, hab die linke Maustaste gedrückt und hab einfach geballert. Wollte ich nicht. Okay. H, hier ist H-Waffe wegstecken. Wie blöd. Normalerweise E und jetzt H. Okay, ich dachte gerade, da klebt ein bisschen Gehirn bei uns in der Motorhaube. So, das nehme ich mal mit, natürlich. Wir verfolgen gleich die roten Wagen. Also das gerade eben ging sowieso nicht. Das wäre sowieso nichts geworden. Oh, warte, da werde ich direkt... Fuck, Mann, zu viele. Das wird so viel Gewusel mit diesen komischen Kästen. Das wird ein Gewusel. Na gut, ich hoffe, das wird sich später mal ein bisschen legen oder wir kriegen das irgendwie mit eingebaut. Das ist momentan einfach... Ah, so viel. Wie gut, dass die überall rumliegen. Komme ich hier raus? Natürlich nicht. Großartig. Ich liebe es, wenn überall Sackgassen sind. Da komme ich auch nicht raus. Da komme ich auch nicht raus. Wir müssen wieder ganz zurück. Dann fahren wir ganz kurz mit der Karre weiter. So, Most Trusted Tire Maker. Was ist denn das? Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Grafikfehler. So. Und manchmal kann ich mit Punkt das Radio nicht ausschalten. Das ist so ganz komisch. Irgendwie ist hier einiges verkackt, habe ich das Gefühl. Wir folgen gerade mal, auch wenn uns die Spur woanders hinführt. Ich glaube, wir müssen dahin, oder? Guck mal, hier ist so ein Auflauf. Nicht? Okay, aber hier ist eh ein Einsatzort. Ach, das ist hier. Ach, scheiß drauf. Komm. Ich brauche wieder ein bisschen was zu tun. Okay, Gewerkschaft. Das kann Arbeiter tatsächlich warten. Hey Boss, gibt's denn heute was für mich? Na, dann gucken wir noch mal, wie wir hier vielleicht in der Gewerkschaft mit einsteigen können. Offenbar stehen die hier überall. Oh, ich habe ja auch keine Info. Ich kann mit I keine Info abrufen. Gibt's denn hier irgendwo in der Nähe vielleicht... Was haben wir denn? Die Tugboat Bar. Sehr, sehr gut. Wieso kann ich denn hier keine Info so die Leute abrufen? Wir haben hier offenbar den Kasten eingenommen. Strange. Okay. Ich schaue mal, ob ich vielleicht ums Gebäude rumgehen kann. So. Da kann doch bestimmt irgendwie von hinten einsteigen, oder? Der würde uns direkt sehen, wenn wir da rauslaufen. Der theoretisch auch. Aber wir könnten von hier, wenn wir eine Ballerei anfangen, dann... Eine Ballerei? Dann könnte man das bestmöglich von hier tun. Okay, wenn wir zu dem laufen, dann ist da drüben ist jemand, der würde uns direkt sehen. Fuck. Ich hoffe, das geht hier schnell genug. Wenn der... Okay, der sieht uns jetzt nicht mehr. Du schon wieder. Was macht der denn da? So, okay. Den hier drüben können wir auch ausschalten, wenn wir schnell genug sind. Da kommt er jetzt nämlich um die Ecke, Schlawenzel. Ich hoffe, da sind den Typen nicht, der da liegt. Und der latscht hier gleich einmal kurz rum und dann können wir ihn hier schnappen. Und können ihn hoffentlich auch irgendwo wegbringen. Jetzt muss ich auch noch scheißen.
Ganz toll. Ich habe ein mieses Gefühl. Gottverdammte Betrüger. Lange nicht gesehen, was? Was? Großer Gott! Ich reiß dich in Stück! Ich dachte, wir schaffen es noch. Und dann laufe ich da hinterher. Wie so ein Panse. Okay. Du bist tot und du merkst es nicht. Hätte fast geklappt. Ich muss mal abgewöhnen irgendwie. Hast du recht? Ich muss mir abgewöhnen, mit der linken Maustaste die Knarre zu ziehen, weil er dann automatisch schießt. Das ist echt dämlich. So, Kampf. Okay, wir sind immer noch im Kampf. Kommt der Kollege da mal an? Scheiße! Ich lade nach! Mach das mal. Der denkt immer noch, wir sind da hinten. Der wird da noch schön weiterballern. Der Boy hat sich heimlich verdrückt. Der Boy bleibt ständig in Bewegung. Das tut der Boy. Da hat er mich nämlich zuletzt gesehen. Der Boy bleibt ständig in Bewegung. So, wir könnten theoretisch alle Knarren mitnehmen und würden alle unsere Leute damit ausstatten. Hä, wieso ist das jetzt Z? Das war doch sonst V, hä? Warum ist das auch immer Z? Hä? Z-Leiche fallen, warum ist das... Ach so, nach dem Update jetzt ist das plötzlich Z. Ich weiß nicht genau warum, vorher war es V. Ich hab keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was hier drin soll, ehrlich gesagt. Ich mach das einfach mal. Sabotiere Anhänger der Gewerkschaft, machen wir natürlich auch gleich. Ich weiß noch nicht genau wie. Kaffeekanne. Hier also. Ja, dann wollen wir mal. Vielleicht sollte ich nicht mehr in der Nähe bleiben. Upsi! Upsi, was ist denn da passiert? So, wo ist die andere Gewerkschaft? Die ist da oben irgendwo. Das können wir auch noch machen. Vorher gehen wir mal auf den Weg. Können wir mal hier vorbeischauen. Ehrlich gesagt, was ist hier? Kommunistische Propaganda. Kommen die holen wir dann mal schnell. Einfach nur, weil wir es können. Wenn wir in der Nähe sind, nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Es war eigentlich alles dran an ihm. Es war bloß irgendwie. So. Und wir müssen... im Hollow müssen wir noch die ganzen Sachen abklappern. Also müssen wir die ganzen grünen Dinger noch holen. Das müssen wir leider früher oder später werden wir noch so machen müssen, weil sonst fehlen die uns wahrscheinlich irgendwo. So, flups. Das ist mein normaler Zimmerschlüssel. Und vor allen Dingen, hier ist nichts. Toll. Ich muss hier nach oben und da ist nichts. Wer klebt denn da oben Poster hin, ganz ehrlich? So. Gut, das haben wir. Die roten Autos fahren immer noch rum. Hier die ganze Sicherung. Wir müssen die alle mitnehmen. Das ist so furchtbar. Hier ist noch ein Sicherungskasten. Tugboat-Bar müssen wir nicht unbedingt hin. Wir könnten jetzt theoretisch hier Schmuggelware, aber wir gehen erstmal die roten Dinger ab komplett. Ach egal, komm. Unser Ziel ist da drüben. 600 Meter. Wir hatten schon gedacht, er würde nie lesen lernen. Aber dann hat er ein lustiges Buch gefunden. Dann hat er ein lustiges Buch gefunden.
Oh nein. Auch die Polizei hier unten. Sie müssen sofort hier runterkommen. Uns wurde ein Auto in Riveroa als gestohlen gemeldet. Wenn jemand damit Zeit hat, bitte mal hinfahren und die Sache klären. Oh, das ist ein Polizist. Hier ist ein bisschen gefährlicher rumzukrüsen. Tom Cruise, kennst du? Ah, Tom Cruise, er ist ein Franzos. So, 200 Meter, wir sind gleich da. Und da ist auch ein Polizist. Okay, Polizisten greifen einen also sofort an, wenn man irgendwas Illegales macht, sehe ich ja gerade. Der Polizist da drüben ist richtig motiviert. So, hier ist noch ein Bildchen drin. Eine LP. Eine Platte, wo ist die Platte? Die müsste doch eigentlich hier sein, oder ist die auf der anderen Seite? Hm. Tach, ich wohne hier. Die ist wahrscheinlich dann genau hier. Da ist er. Eine Platte. Was haben wir? Ah, The Supremes. Ach, nice. So, und jetzt kümmern wir uns mal um das grüne Ding da. Unseren Einsatzort sehe ich auch gerade, aber wenn wir schon mal da sind, wir holen uns mal ganz kurz die Sicherung. Ich würde mich echt gerne mal umziehen. Klamottenläden oder sowas gibt es in Mafia 3 nicht, ne? Dass man sich mal selber was anderes anzieht. Dass man nicht mal nur diese grüne Armeejacke sieht, sondern vielleicht auch mal irgendwie, ja, was Schönes, Lässiges, ein schön Zwirn. Alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Welche Taste? Ganz kurz. Nach dem Update sind die ganzen Tasten verstellt. Ich guck mal ganz kurz, Einstellung ansehen. Achso, Einstellung ansehen. Hallo? Hä? Wie kann ich jetzt... Ah, okay, jetzt hier so. Nahkampf, Überwältigung, Verfolgerkamera, Spielsprache zurücksetzen möchte ich natürlich auch nicht. Schwierigkeitsgrad ist normal. Also Mittel, Fahrmodus normal, Nahkampf, Überwältigung tödlich, Untertitel, das ist alles ganz toll. Spieleinstellung, ich will die Dingens sehen. Die Anzeige... Audio, Anzeige, Spiel, Steuerung. Deswegen. So, Blick umkor. Tastatur, neue Belegung, Tastenbelegung ändern. Wie komme ich denn jetzt auf die Dingens? Informationsansicht ist jetzt auf V, nicht mehr auf I. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. V war vorher Leichen schleppen, jetzt ist die auf V. Ich habe keine Ahnung. So, den müssen wir umbringen. Sicher, dass du auf der Liste bist. Hä? Warum nicht? Guten Tag. Hey, da ist er! Jetzt geht's da! Sind wir ihn! Schickes Werkzeug. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade! Der lädt aber ganz schön lange nach. Treib ihn raus! Dann treib mal. Die ganze was? Oh, mein Bein brennt. Das ist ja nicht so gut. Meine schöne Armeejacke. Ich kann mir nichts Neues zu Anziehen kaufen. Du merkst es nicht. Ich werf einen Molotow! Zu spät, um abzuhauen, Junge. So. Wieso rennt er denn weg? Komm. Ende deiner Geschichte. Dass der noch atmen konnte, ist mir ein Rätsel. Tut mir natürlich auch leid für ihn, aber was willst du machen? Ich hatte ja keine andere Wahl. So, das haben wir gemacht. Den Typen haben wir jetzt, den Typen haben wir weggebasht. Eure Knarren brauche ich nicht. Normalerweise soll man sich vor jedem Einsatz ja neu ausrüsten mit Knarren und so weiter. Aber ist eigentlich sinnlos. Ich weiß, ich sollte mal die Knarren ausprobieren oder durchprobieren, mal verschiedene ausprobieren. Aber ich fahre mit Headshots einfach am besten.
Der Mann hat eine Waffe. Naja, aber das ist meine Freundin. Ach, mit H ist das ja jetzt. Hey, Baby, wie war's? Oh, hey, Vorsicht! Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du hast mir gerade einen schönen Blick zugeworfen. Tell him I'm on my way. But nobody. Tell him I'm on my way. Nobody wants. I keep my mind on my money. I keep my hand on my gunny. Don't get to playing with Sonny unless you play Boy Bunny. I put bow in your tummy, tattoo in your brain. Superman ain't playing. If you think it's a game, haters whisper my name. Suckers want what I slang. Eric Cannon and I'm vain. DA want me to hang. But let me explain. Like Abel and Cain, that the black. A killer's on the binge of revenge. It depends if I can live with my sins. Lose family and friends. Lost them. Now you got to lose life and limbs. Spit phlegm on them. Got the code to rock him. Homie, jokes ain't allowed. And your boy ain't scared to move the crowd with something loud. If you doubt what I'm about, go ahead and run your mouth. I'm the